Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de. Und heute ist es endlich soweit, das Opening, auf das ich persönlich auch schon so lange drauf hinfieber. Wir öffnen ein komplettes 36er Display, strahlende Sterne. Wir haben ja bereits zwei 18er Displays geöffnet auf unserem Kanal, die jetzt, ja, in Ordnung waren von der Ausbeute, aber nicht so extrem stark, sage ich mal. Und heute öffnen wir ein komplettes 36er Display. Und ich bin so gehypt auf dieses Set und auf dieses Display, weil ich Openings gesehen habe oder auch von Freunden gehört habe. Was man aus einem 36er Display ziehen kann bei diesem Set, ist absolut geisteskrank. Also wirklich absolut geisteskrank. Und ich bin gespannt, ob unser Display das heute auch wird. Wir öffnen die Box. Wir haben hier 36 wunderschöne Booster. Ich bin ziemlich gehypt und würde sagen, wir platzieren das mal hier oben und starten rein in das erste Pack. Um noch kurz darauf einzugehen, auf die Pack Artworks. Wir haben wieder vier Artworks wie üblich. Lurak, Arceus, Shaman und Elfan. Genau die gleichen Karten haben wir hier auch als V-Star-Karten drin in diesem Set. Ja, die sind die Signature-Pokémon von Strahlende Sterne. Und wir starten rein in unser erstes Pack. Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das mit den Code-Karten machen, weil diese Spoilern. So, wir haben in unserem ersten Booster eine Elektroenergie, ein Tropius, Scharfax, Siberio, Nils, Geotesto, Formio, Knuckleon, Romalat, ein Knackrack Reverse, sehr schön, und dahinter ein Avalanche. Und wann das mit den Codes einfach so rum? Könnt ihr euch die Codes einfach jetzt nicht explizit in die Kamera halten, aber sneakt sie euch weg, wenn ihr sie sehen könnt. Und dann werden wir hier auch nicht gespoilert. Jubel von Team Yell, Voluminas, Staralili, Enriolu, Berndu, Bärmon, Urmi. Dann haben wir ein Panferno Reverse, normalerweise eine Holo-Karte, und ein Boreos, das wohl gerade beim Training war. So, Booster Nummer 3. Wann kommt der erste Hit? Die neuen Energiekarten hatte ich ja bereits in dem 18er Display erwähnt. Sind richtig, richtig cool. Gefallen mir sehr stark. Sehr stark, genau. Gefallen mir sehr gut. Mit dem Bumi, Krippuk, Forschung des Professors und ein Libeldra. Die Hits lassen auf sich warten. Beziehungsweise der erste Hit lässt auf sich warten. Meine absolute Wandkarte aus dem Set ist das Rainbow Glurak. Das möchte ich unbedingt ziehen. Ja. Oder das Gold Arceus. Das sind auf jeden Fall zwei Karten, die ich unbedingt ziehen möchte. Aber sonst haben wir natürlich auch ultra viele geile Karten hier in dem Set. Wie zum Beispiel diesen Hyperball. Oder dieses Shaman, unser erster Hit. Shaman V ist jetzt nicht der absolut krasse Banger, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne V-Karte. Shaman. So, gehen wir mal auf die andere Seite der Booster. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück. Im Glurak-Pack
vielleicht auch Enkloagent enthalten. Wir haben auf jeden Fall eine Pflanzenenergie. Siberio. Kurz auf die Kamera warten. Zwirklop. Reinigende Handschuhe. Armelin. Resladero. Electric. Widiza. Ein Pipi. Panflam Reverse. Und ein Grill Cheetah V. Die nächste V-Karte hier direkt am Start ist in dem Fall Grill Cheetah. Jetzt auch nicht ultra krasse, V-Karte. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall ein Hit. Ich weiß, mir fällt das Wort gerade nicht. So, wir haben eine Kampfenergie. Symbolara, Ojelin, reinigende Handschuhe, Vermon, Shinnok, Okumil, Ililu, Fripuk, Lolas Vorahnung als Trainer-Pullard-Karte. Sehr, sehr nice. Und dahinter ein Bidifas in Holo. Der Gott himself Bidifas. Lolas Vorahnung hier. Unsere erste Trainer-Full Art. Sehr, sehr nice. Eine der schöneren Full Art-Karten, wie ich finde, aus dem Set. Ja, kann man machen. Und Bidifas Holo. Und auch eine Perfect Size Leaf. Die Karte kommt definitiv in den Ordner. Der Gott himself. Bidifas. Eigentlich schon fast der bessere Hit. Besser als die Trainer Fuller. So, gehen wir rein ins nächste Booster. Lolas Vorahnung hier, Symbolara, Kopfhelm, Hoppala, Karatonis, Kikugi, Pipi, Laukaps. Oh mein Gott, wir haben die erste Character Rare. Hier ist übrigens so ein Sternu. Und das ist Evoli. Evoli als Character Rare. Sehr schön. Und nochmal Bidifas Holo. Jawohl. Evoli als Character Rare hier mit dem guten Bill. Sehr, sehr nice. Guckt euch diese Karte an. Richtig, richtig schön. Und keine Printlines, so wie ich das erkennen kann. Ja, Centering oben unten ist ein bisschen off. Aber wir haben keine Printlines auf der Karte. Ultra süßes Artwork auf jeden Fall hier. Evoli als Character Rare. Und ein Bidifas. Nochmal. So, Freunde, das ist das, was ich meine. Diese Displays haben absolutes Potenzial. Weil man hier auf dem Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot Hits haben kann, die nicht gerade ohne sind. Lolas Vorahnung zum Beispiel ja auch auf dem Reverse-Slot gewesen. Das liegt einfach daran, weil wir quasi zwei Sets haben. Ihr seht hier unten TG30. Also das ist so ein Side-Set, wo es halt dann nochmal 30 Karten gibt. Und hier seht ihr, das normale Set hat 172 Karten. Und ja, deswegen haben wir hier so ein großes Hitpotenzial in dem Set, was ist durchaus geil, also was ich persönlich richtig, richtig geil finde. Weil ich mag das, wenn ich Booster öffne und relativ viele Hits dann natürlich auch bekomme. Hier haben wir nochmal ein Bojelin und ein Burma Dame. Aber da geht auf jeden Fall noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Würde mich hier auf jeden Fall über einen Glurak, egal welches, sehr, sehr freuen. Ja, ob das
das Glurak V normale, dann haben wir das V-Star, das Normal, das Glurak V Alternativ, Glurak in Rainbow. Also hier sind ja immens viele Glurak-Karten drin und Pamon und ein Elevolt. Wird es ja möglich sein, eventuell eine davon heute zu pullen. Hier haben wir weißt du gut, das sah mir eher anders aus. Aber dann können wir hier schneller durchgehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Hit drin haben, abgesehen vom Reverse-Slot, das ist ein Carpils, ist gleich 0. Denn die Pokémon Company hat sich ja bezüglich der Codes ausgedacht. Wir machen schwarze und weiße Codes, damit die Hits eben nicht mehr abgewogen werden können. Grundsätzlich ist das, wie ich finde, eine gute Idee. Nur, ja, leider ist es so, dass die Codekarten, ja, ziemlich blöd in den Boostern drin liegen, sodass sie beim Öffnen der Booster schon bereits spoilern und die ganze Spannung quasi in einem YouTube-Video weggeht. Außer man zieht dann halt eine Character Rare, die jetzt auch wieder nicht der Fall ist. Wie zum Beispiel dieses Evoli. Also wenn jetzt das Evoli alleine im Set ist, dann ist auch nur eine weiße Codekarte. Ja. Wir schauen mal. Ob hier noch ein richtig dicker Banger kommt. Voluminas. Freunde aus Galar. Letztebuch. Pokomil. Pelilu. Rippuk. Staralili. Yolu. Leoparda Reverse und ein Staropt. Erstaunlich ist auch, dass wir noch keine V-Star-Karte haben. Also jetzt nicht die V-Star-Pokémon, sondern die V-Star-Karten, die ja quasi durch das irgendwie ein bisschen besser festhalten kann. Die V-Star-Karten, die durch die, die Energien ersetzen, die meinte ich jetzt. Pipi und Golgat. Also bis jetzt ist das Display noch nicht so in Gönnerlaune. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber das kann ja noch kommen. Vielleicht sind die guten Hits einfach nur weiter hinten. Mir ein Lux. Den Wahlgürtel. Hachirisu, auch ein ultra cutes Artwork. Ikugi. Pipi. Laukaps. Okumil. Daralili. Oh! Mimikma. Character Rare. Oh mein Gott. Guckt euch diese Karte an. Das ist eine der coolsten Character Rare Karten. Und warum haben wir dahinter noch zwei Karten? Das müsste doch eigentlich Mimikma Character Rare. Muss ich erstmal kurz. Wir haben dahinter noch eine Reverse und ein Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir haben 12 Karten in einem Booster gehabt. LOL. Normalerweise ersetzen die Character Rare Karten doch die Reverse Karten. Okay, also ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich da auf gar keinen Fall. Mimikma. Eine der geileren Character-Rare-Karten auf jeden Fall. Character-Trainer-Karten. Ja, im Japanischen hießen die Character-Secret-Rare so rum. Sehr, sehr geil. Und wieso wir 12 Karten im Booster hatten, bleibt wohl ein Geheimnis der Pokémon Company. So, wir haben. Ah, hier haben wir die erste V-Star-Karte. Hier, die unsere Energiekarte ersetzt.
Dann haben wir ein Panpyro, Staravia, Vibrava, Pupanz, Picocella, Panflam, Alimpalim, Apescorps, Olangar Reverse und ein Arceus V. Sehr nice. Arceus V. Na komm. So. Nächste V-Karte. Schön, schön. Jetzt geht's los mit den Hits. Sag's euch. Wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Weil hier meine Kampfenergie. Reinigende Handschuhe. Chillabell. Jubel von Team Yell. Riolu. Sterndu. Bämon, Bumi, Krippuk, Pixie in Reverse und ein Shellterra Holo. Nächste Holo-Karte. Schick, schick. Wann kommt? Oh. Eine Psychoenergie. Jubel von Team Yell. Voluminas. Freunde aus Galar. Caradonis. Kikugi. Pipi, Laukaps, Okumihil, Lick Reverse und ein Mewtwo. Auch eine der cooleren Rare-Karten. Hätte ich mir als Holo gewünscht, persönlich. Haben eine Pflanzenenergie, Ebutak. Magmabecken, Capoeira, Pupanz, Panflam, Formeo, Golbit, Bämon, Taumalat Reverse und wir haben nochmal ein Mewtwo, aber wir haben hier so ein bisschen. Ja, da sieht man. Wir haben wieder krasses Silvering in diesem Set bei den Reverse-Karten. Also, da ist die Printqualität wieder nicht ganz so gut bei den Reverse. Aber sonst habe ich bisher eigentlich immer nur recht gute Karten gesehen. Auch hier das Mimikma Centering Left to Right ist minimal abweichend. Gut, hier haben wir auch die Kante. Meine Haare. die Kante ist ein bisschen abgenutzt, ja, aber ich sehe jetzt keine Printlines oder ähnliches auf der Karte. Und das ist schon mal sehr schön. Es wird allgemein wieder etwas besser. Chilterrain, Milza, Krippuk, Lick, Nibel, Chellas, Krippuk nochmal in Reverse und ein Empoleon. Empoleon Holo, auch eine sehr, sehr schöne Holo-Karte. Mal schauen, ob wir das Panferno auch noch bekommen. Mal einmal alle Starter durch. Aus Diamant und Perl. Ja, genau. Und dann auch zum Akku. Die Doppel-Turbo-Energie, Kurtel, Cynthias Ehrgeiz, auch als Full-Art hier enthalten, Electek, Bidiza, Sneebel, Slimer, Kikugi Reverse und ein Klick-Dicklack. So, eine Wasserenergie. Siberio. Charon's Obhut.
Librin, Sterralili, Riolu, Kikugi, Paradonis, Urmi, Lickliklack Reverse, oh, und ein Lucario Holo. Das ist auch eine sehr, sehr coole Holo-Karte von Lucario. Fällt mir auch echt gut. Wann kommt der große Burner? Wir haben noch der dicke Hit. Wir haben noch ordentlich Booster vor uns. Aber so langsam könnte noch mal was Schönes kommen. Wir haben einen Barry, Staravia, Gloria, Belelu, Nils, Linfa, Nacleon, Chellas, Libeldra Reverse und ein Lapras hier. Was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, was habt ihr denn schon so in strahlende Sterne gezogen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon im Kommentarbereich seid, könnt ihr auch gleich einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, nicht vergessen. Um kein Video mehr zu verpassen. Denn wir werden noch einiges zu strahlende Sterne unter anderem auch öffnen. Aber auch immer mal wieder ein etwas älteres Set. Oder halt dann eben die brandaktuellen Sets. Und ja, was haben wir hier? Oh mein Gott! Felinara Character Rare. Oh mein Gott, wie süß ist diese Karte bitte. Guckt euch diese schöne, wunderschöne Karte an. Felinara V und ein Maxaxen noch dahinter. Felinara. Super, super süß. Also wir haben jetzt hier zwei, drei Character-Rare-Karten, also Character-Karten gezogen. Und aus meiner Sicht auch schon ja, drei mit der coolsten. Felinara, Mimikma und das Evoli. Ja. Super süßes Artwork. Gefällt mir richtig gut. Mit der Feen-Arena-Leiterin ist das hier, glaube ich. Mega nice. So kann es weitergehen. Da kommen doch jetzt so langsam die guten Hits. Dann kommt Glurak. So, wir haben eine Psycho-Energie. Stadion-Ruine. Siberion. Terrence of Wood. Nils. Linfa, Nacleon, Chellas, Aumalat, Schnepke Reversed und ein Burma Dame. Wurde wieder gespoilert. Wir haben wieder eine Faustar-Karte am Start. Doppelturbo-Energie, Gürtel, Naxel, Geotesto, Resladero, Barmelin, Laukaps, Picochilla, reinigende Handschuhe und ein Luxtra. Oh. Ich denke die ganze Zeit auch, also ich denke auch oftmals noch nicht dran. Aber wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Bin gespannt. Dami, Gloria, Anpyro, Ikugi, Paradonis, Urmi, Sterndu, Magma, Stami Reverse und oh mein Gott! Oh, ich habe gedacht, das wäre eine Rainbow, aber wir haben Arceus Vista. Von unten, wenn man die Karte hier so leicht anhebt, sieht's aus wie eine Rainbow. Aber wunderschön, Arceus Vista. Meine erste Faustar-Karte auf Deutsch. Die japanischen habe ich alle vier. Arceus, sehr, sehr nice. Und die Qualität ist auch ordentlich. Centering, Left, Right, oben, unten sieht ziemlich gut aus. Printlines. Kann ich jetzt so auch
Keine entdecken. Nee. Also sieht ziemlich gut aus. Rückseite. Hier oben haben wir so einen kleinen Nick mit dran. Ja. Sieht schick. Accios Vista. Auch einer der besseren Hits auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sogar teurer als Glurak. Poster. Nova der Dreiheit. Durchsuche dein Deck nach bis zu drei Basisenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon V an. Mische anschließend dein Deck. Okay, das ist natürlich auch krass, also von der Spiel, also wie spielstark die Karte quasi ist. Weil wir machen hier mit drei Energiekarten 200 Damage und dürfen dann noch drei Energiekarten anlegen. Heißt, wenn man quasi zwei Arceus Vista hat, kann man das nächste dann mit einer Attacke direkt Battle Ready machen. Und Arceus V hat hier Ladevorgang der Dreiheit. Durchsuche dein Deck nach bis zu drei Basisenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon V an. Mische anschließend dein Deck. Also, es ist schon echt gut, die Karte. Also auch ziemlich spielstark. Während deines Zuges kannst du dein Deck nach bis zu zwei Karten durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck. Sternengeburt ist hier die Four-Star-Fähigkeit. Also ist schon ein spielstarkes Pokémon, das Arceus Vista und auch die V-Karte. Ja, deswegen wahrscheinlich auch der etwas teurere Preis als Glurak. Denn Glurak ist für das TCG bisher, glaube ich, immer nur zum Sammeln zu gebrauchen gewesen. So wirklich spielstark war es noch nie. So. Ja, schön. So langsam fängt das Display an, mir zu gefallen. Wir haben hier den Hitzkopf, Slimer, Owei, Porenta, Shinox, Petsnief, Chillabell Reverse und noch ein Manaphy. Kurzer Zwischenstand: Wir haben hier noch drei Booster und hier noch neun. Also noch sechs. Also insgesamt noch neun Packs. Neun Booster. Und das sind potenziell neue Möglichkeiten, hier noch einen Hit zu ziehen. So. Cynthias Ehrgeiz, Klicklack, Barry, Fililu, Nils, Linfa, Nacleon, Chellast, Elevoltic Reverse und ein Moterpel. Inspekt, Doppel-Turbo-Energie, Rüttel, Nicklack, Erndu, Magma, Giotesto, Resladero, okay, Barmelin, Magbrand und ein Pescragon V. Mit, ja, ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt habe. Centering oben unten ist absolut grottenschlecht bei der Karte. Schaut euch das mal an. Aber Pescragon an sich, coole V-Karte. Gefällt mir. Feuerenergie. Das ist das Zeichen für Glurak. Lux, Armelin, Resladero, Electek, Idiza, Pipi, Cavalanzas Reverse und Forschung des Professors als Holo. Wieder mal die gleiche Trainerkarte, gereprintet quasi, nur mit neuem Artwork. Was können wir hier noch ziehen? Hitzkopf. Doppel-Turbo-Energie. Kurtel. Lupuk. Magma. Krebskorps. Nebel. Zwillicht.
Okay. Blitzer als Character Rare. Wir haben die Evolutions fast durch. Sehr nice. Hier Blitzer mit dem guten Blau auf dem Artwork. Sehr schön. Gefällt mir auch super gut die Karte. Und auch hier keine Printlines zu sehen. Blitze sind ultra cool. Richtig, richtig stark. Mega. Mega Karte. Also das ist auch eine der geileren Character Rare Karten. Also eigentlich sind die Character Rare Karten alle geil. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Blitzer vergleiche mit einem Octillery oder so, dann würde ich das Blitzer, würde ich auch alleine vom Pokémon her immer vorziehen. Aber auch das Artwork mit dem Blitzen im Vordergrund und so weiter gefällt mir richtig, richtig gut. Haben wir wieder eine Faustner-Karte mit am Start. Ein Panpyro, Liprin, Chelkerain, Magma, Krebskorps, Sneebel, Zwirlicht, Delilu, Impoleon, Maxax und What the fuck? Impoleon Holo nochmal. Ah, es ist ja wieder so wild. Es ist ja auch kaum in Worte zu fassen. Wir haben jetzt schon wieder in einem Display, es müssen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wieder zwei Rare-Karten gezogen in einem Pack. Wieder 12 Karten in einem Booster gehabt. Ja, das kann so nicht gewollt sein. Da hat die Pokémon Company wieder ordentlich reingeschissen. Ich beschwere mich da jetzt auch mal nicht drüber. Guck mir schon wieder so. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben schon wieder 12 Karten. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben schon wieder 12 Karten im Booster. Rondo aus Galar, Belzebub, Alolas Vorahnung, Kuckuck, Magma, Krebskorps, Sneebel, Zwillich, Lapras Reverse, Stolos V-Max, okay. Oh, und Arceus V-Style Rainbow. What the fuck? Pokémon Company, was ist denn da schon wieder los? Oh mein Gott. Arceus Vista in Rainbow. Erstmal. Wir müssen uns die Karte erst angucken, weil die Höhlen hinten leicht dunkel sind. Und Stolos V-Max. Also das auch eine richtig coole Karte, Stolos V-Max, ja, aber wir haben hier 12 Karten im Booster und dann auch noch ein also ein Doppel-Hit-Pack. Das eigentlich so gar nicht sein könnte. Ja, also das ist echt wieder unerklärlich. Arceus Vista und die Karte sieht mega gut aus. Centering oben unten, richtig stark. Left to right, links minimal breiter als rechts. Aber ich sehe keine Printlines. Und die Karte hat eine richtig geile Struktur. Mega auf jeden Fall. Und die Rückseite sieht auch ziemlich stark aus. Oh mein Das ist hier auf jeden Fall das Arceus-Display, würde ich sagen. Und noch dazu das Display der vielen Fehler. Es ist ja dann auch immer so eine Sache, wenn mal ein Booster da mit drin ist, wo 12 Karten drin sind. Okay, das kann ja mal vorkommen. Aber wir haben hier alleine in diesem Display jetzt schon wieder drei Booster gehabt. Das ist für mich unerklärlich. Wir haben noch drei Packs. Schauen wir rein, was hier noch wo abgeht. 2, 4, 6,
11 Uhr. 11 Grad. Ja, unerklärlich für mich. Unerklärlich. Staravia, Vibrava, Wahlgürtel, Burmi, Riolu, Golbit, Magma, Belmon, Electric Reverse und ein Cover Lanzas. Chillabel, Liebling, Voluminas, Nils, Linfa, Nagleon, Chellas, Taumalat, Mewtwo Reverse, oh, und ein Knackrakolo. Knackrakolo, eine sehr schöne Karte. Und wir gehen rein ins letzte Pack. Wir gehen rein ins letzte Pack aus diesem Display. Ein Luxio haben wir hier. Die Stadionruine. Siberio. Riolu. Kikugi. Paradonis. Urmi. Sterndu. Ein Owei, Entschuldigung. Und ein Libeldra im letzten Booster. Ja, Freunde. Das war unser 36er Display. Es sind wieder unerklärliche Sachen passiert. Wir haben Arceus V-Star Rainbow gezogen. Das ist mit Abstand der krasseste Hit, den wir im Display haben. Blitzer, Felinara, Mimikma, Evoli, Lolas Vorahnung, diverse Holos, Lolas V-Max hier noch am Start. Arceus V-Star Normal, Arceus V. Es war von den Hits her ein richtig geiles Display auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Ich versuche jetzt erstmal klarzukommen auf die Fehler der Pokémon Company. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.